Wollen uns mal in dem Video mit der Reihenschaltung beschäftigen. Speziell jetzt, woher kommt diese Formel? Wir schauen uns dazu mal einen einfachen Schaltkreis an. Eine simple Batterie reicht hier völlig aus. Und in den Schaltkreis bauen wir zwei Widerstände ein. Und diese Widerstände, die benenne ich mal mit R1 und R2. Ich lege hier einen Potentialpunkt fest mit A. Ich lege hier ein elektrisches Potential fest, also einen Punkt P und mein elektrisches Potential im Punkt C. Wenn die Begrifflichkeit elektrisches Potential nicht geläufig ist, den verweise ich an der Stelle auf die externen Videos. Das heißt, in dem Schaltkreis fließt doch sicherlich durch jeden dieser Widerstände R1 und R2 der gleiche Strom. Fließen eigentlich nicht, man sagt ja driften. Er driftet ja dadurch. Also durch diese zwei Widerstände hier driftet der gleiche Strom. Das ist wichtig. Wenn ich jetzt hier mit einem Spannungsmessgerät über meinen Widerstand R1 die Spannung messe, U1, ja, in diese zwei Messpunkte, also direkt auf mein Potential, wenn man so will, und genau dasselbe mache über den Widerstand R2, ich messe die Spannung U2, dann ist natürlich die Gesamtspannung, die ich jetzt mal mit U-Index R bezeichne, die Summe aus diesen beiden. Denn ich könnte ja auch hier die Spannung messen. Ja, dann hätte ich UR. Das ist natürlich die Summe von diesen beiden. So, UR ist U1 plus U2. Aber wir haben das Ohmsche Gesetz auch schon in der Vergangenheit in externen Videos kennengelernt und wissen, dass die Spannung U1, die über den Widerstand R1 abfällt, nichts anderes ist als das Produkt von Stromstärke mal den Widerstand. Es gilt ja hier das Ohmsche Gesetz. Also Stromfluss mal R1 und genauso bei der Spannung U2. Stromfluss mal R2. Da durch die beiden Widerstände derselbe Stromfluss fließt, naja, klammer ich hier mal aus. R1 plus R2. Ja, das kann ich schreiben. So, jetzt möchte ich aber keine zwei Widerstände da drin haben. Ich möchte die zwei Widerstände ersetzen durch einen sogenannten Ersatzwiderstand. Ja, ich zeichne die Schaltung mal kurz nochmal hier nebendran. Und ich möchte jetzt diese beiden Widerstände ersetzen durch einen Ersatzwiderstand. So, die Frage ist, wenn ich die Potentialpunkte hier beibehalte, A und C, ich möchte wieder messen, aber ich lege Wert drauf bei der Messung, dass ich diese Spannung hier messe. U-Index R, also die Gesamtspannung möchte ich messen. Ja, wie groß muss ich dann diesen Widerstand wählen, damit letztendlich diese Spannung hier messbar ist, also die gleiche Spannung abfällt wie über diesen beiden Widerständen in der anderen Schaltung, in der hier? Naja, stellen wir mal das Gleichungssystem auf. In der ersten Schaltung gilt, R1 plus R2. Und in der zweiten Schaltung möchte ich dieselbe Spannung über den Ersatzwiderstand messen. Durch den fließt natürlich derselbe Strom, ja, der gleiche Strom. Es ist ja auch eine Reihenschaltung mit einem, also es ist in dem Sinn keine Reihenschaltung, aber von der Struktur her wie diese Reihenschaltung, also es fließt derselbe Strom dadurch, möchte ich damit sagen. Naja. Dann habe ich I mal R. Ja?
Jetzt bleibt doch für meinen Widerstand, diesen Ersatzwiderstand, gar keine andere Möglichkeit als R1 plus R2 zu sein, damit ich diese Spannung hier messe. Die soll ja identisch sein. Ja? Man kann sich jetzt vorstellen, wie sich das Ganze verhält, wenn ich eine andere Schaltung hier betrachte. Ich baue hier drei Widerstände ein. Ja? Ich lege hier wieder meine Potentialpunkte fest. Und habe hier wieder bestimmte Spannungen, die ich messe. U1, U2, U3. Die Widerstände nenne ich R1, R2 und R3. Ja, dasselbe Spiel wie vorhin. Ich möchte, wenn ich meine Spannung hier im Punkt A und D abgreife, also sprich messe, messe ich eine Spannung U-Index R, sage ich mal. Und es ist ja die Gesamtspannung. Und die setzt sich ja hier zusammen aus U1 plus U2 plus U3. Selbe Spiel wie vorhin. Wir haben das Ohmsche Gesetz hier zu beachten. Naja, ich kann hier wieder, weil derselbe Strom hier durch jeden Widerstand durchdriftet, ausklammern. Dann steht da Strom mal R1 plus R2 plus R3. Klammer zu. So, jetzt möchte ich wieder diese Schaltung ersetzen durch einen einzigen Widerstand, einen sogenannten Ersatzwiderstand. Also die drei Einzelwiderstände möchte ich hier rauswerfen aus meiner Schaltung und einen Ersatzwiderstand einbauen. R, ja. Aber die Potentialpunkte möchte ich beibehalten, A und D, und möchte hier wieder dieselbe Spannung messen. Ja. Ja, wenn dem so ist, habe ich einen Strom, der wieder durch meinen Widerstand hier durchfließt. Der hat keine Abzweigung und nichts, also er ist durch den Widerstand an dem Punkt der gleiche wie an dem, oder sagen wir es gleich, am Potential A und am Potential D sind dieselben Stromstärken abzugreifen. Ja, dann kann ich hier schreiben I mal R. Ja? Aber wenn ich das jetzt mal als Gleichung 2 bezeichne und diese erste Beziehung, die hier, als Gleichung 1. Ja, dann haben wir wieder dastehen, UB ist I mal R1 plus R2 plus R3. Und wenn ich die gleiche Spannung messen will, ja, über meinen Ersatzwiderstand wie in dieser Schaltung mit drei Widerständen, ja, dann muss wohl mein Ersatzwiderstand vom Widerstandswert dem hier entsprechen. Ja? Also daraus folgt direkt, dass R gleich R1 plus R2 plus R3 ist. Ja, man sieht, woher die Formel kommt. Ich deute es jetzt nur mal so an. Ich könnte natürlich jetzt mir eine Schaltung vorstellen mit n solchen Widerständen. Also ich lege eine Zahl fest. Also ich definiere n aus den natürlichen Zahlen. Ja. N könnte zum Beispiel sein 10, dann hätte ich 10 Widerstände drin. N könnte sein 20 oder N könnte sein 5000, dann hätte ich 5000 Widerstände drin. Aber das Schema wird sich dadurch nicht verändern. Ja? Wenn ich meine 5000 Widerstände durch einen Ersatzwiderstand ersetzen will, naja, dann muss der Ersatzwiderstand so groß sein wie meine 5000 Widerstände. Ja? Gut, aber ich möchte mich nicht auf 5000 festlegen, ich möchte es ganz allgemein halten. Ja? Ich möchte beliebig, ja, nach Lust und Laune hier Widerstände durch einen Ersatzwiderstand ersetzen. Ja, dann schreibe ich, R ist nichts anderes als R1 plus R2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus R-Index n.
Dieses N steht für meine beliebige Wahl an Widerständen. Und diese Formel kann man aus sehr vielen Formelsammlungen entnehmen. Gut, das war jetzt mal die Reihenschaltung, woher diese Beziehung überhaupt herkommt. Und damit beende ich dieses Video.